Hallo zusammen, es ist der 28. Oktober, 17.36 Uhr, salve a tutti. Wir haben den Oktober fast fertig und draußen sind, was, 23 Grad? Meine Güte. Wie dem auch sei, vor euch liegt der DAX. Ja, das war eine heftige Woche. Wir hatten hier Zinserhöhungen, aber die war so, wie sie kam, völlig erwartet. Ich höre jetzt schon die Ersten, die sagen, okay, aber dann wird die nächste nicht mehr so stark, vielleicht nur noch 0,5. Solche Geschichten treiben den Markt immer mal wieder an. Ich habe heute Mittag ein Interview gegeben mit Follow My Money. Wir wollten das schon reinstellen, aber da irgendwie gab es da ein Problem mit dem Rendern und die Bilder waren auch sehr unscharf. Da geht es also außer dem DAX auch um Nasdaq. Es geht ein bisschen um Dow. Es geht um den Spread Nasdaq gegen DAX. Es geht ums Gold und auch Einzelwerte. Wenn der kommt und die Qualität der Qualität der Charts ist gut, dann stelle ich den also auch noch rein, wahrscheinlich morgen. Ich wollte eigentlich auch wieder ein Update machen zu Gold und auch mal zum Nasdaq. Und jetzt fange ich mal ganz kurz mit dem Nasdaq an, dass wir das hinter uns haben. Ich habe immer von diesem Spread gesprochen, von dem DAX gegen den Nasdaq. Die haben nichts miteinander zu tun, völlig unterschiedliche Indizes. Aber wenn ich sehe, dass der Nasdaq in dem Jahr hat er 32% verloren und der DAX jetzt ungefähr 17% jetzt auf neuesten Stand. Und wir haben heftigste Unternehmenszahlen bekommen. Ja, also Meta, das ist schon wirklich, dagegen ist ja Amazon Waisenknabe. Die sind gerade eben bei 100. Und vor dem Hintergrund habe ich auch diesen Spread jetzt wieder aufgemacht. Ich habe von dem gesprochen. Der war vor 6 Wochen ungefähr bei 60 Punkten, also der Nasdaq unter dem DAX. Und vorhin war er bei 2060. Ich habe es wieder aufgemacht und dann zack, kommst du rein. Jetzt ist er schon wieder bei 1840. Ich mag das. Ich finde, das ist okay, aber der kann natürlich auch noch höher gehen. Ich habe nur 50% der Position gemacht, aber die liegt jetzt auch schon ein bisschen vorne. In einem der letzten Filme habe ich unter den Kommentaren auch geschrieben, wie ich das mache. Aber da will ich jetzt hier nicht so sehr drauf eingehen. Ich gehe auf den DAX ein und das sieht man ganz klar. Wir sind ja in diesem Downtrend, der jetzt zum vierten Mal touchiert wird und der kommt vom All-Time High und wir sind ziemlich genau dran. Je nachdem, wie spitz der Bleistift ist, also bei mir ist er bei 13.200, ich meine es war 58. Also wir sind da dran. Wir haben da dran mal geschnüffelt, wir haben bisher das Bein gehoben. Jetzt ist nur die Frage, ob der Hund weiterzieht oder zurück zum Herrchen kommt. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Bereich, gar keine Frage. Jetzt höre ich schon den einen oder anderen, der auch wieder sagt, ja dann lass uns danach, haben wir das hier, das sei sehr wichtig und dann sei der Trend nach oben frei. Das stimmt so nicht. Deswegen habe ich hier diese dicken Linien mal eingezogen. Das ist die Dow-Theorie. Und nach der Dow-Theorie darf ich eigentlich erst von einer Trendumkehr sprechen, wenn wir die 13.947 überbieten. Vorher nicht, weil dieses Tief war nicht so tief wie das hier. Und das Hoch kann man noch nicht mehr da dran. Aber da wir das noch nicht mal ziehen können mit so einer Linie, ist das eigentlich uninteressant. Aber nichtsdestotrotz, wir haben hier diesen Trend. Wir haben kurz dahinter bei 13.689 die 200-Tage-Linie. Das sind schon alles wichtige Marken. Wie gesagt, ich meine zu bemerken, dass hier ein Umdenken stattfindet. Das hatte ich auch letzte Woche schon mal gesagt. Ich habe den DAX noch nicht negativ, auch wenn er hier schon leicht das Köpfchen neigt und doch jetzt recht heftig überkauft ist mit 97,21. Aber mir fehlt hier ein Verkaufssignal. Und wenn wir hier durchgehen, dann werden wir diese Marke wahrscheinlich auch ziemlich sicher sehen. Das ist 13.580. Dann ist es hier, ich wiederhole es gerne, trendbestätigend zu sehen. Also hier darf man sich deswegen noch keine Puts kaufen. Das hat keinen Sinn. Das ist einfach zu früh. Jetzt hier long zu gehen, täte mir also auch, jetzt wenn ich keine Position hätte, auch weh. Aber ich bin halt viel mehr in Einzelaktien drin jetzt momentan als im Index. Also ich finde, es sieht grundsätzlich noch in Ordnung aus. Wir hatten hier eine schöne Pause, die erfrischt. Das war in der letzten Woche. Und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Genau, hier fingen wir an, am Montag. Solche Pausen muss man einkalkulieren. Das wäre echt ideal, wenn jetzt so eine käme, die auch zur 20-Tage-Linie runtergeht. Aber so wie der heute gehandelt hat, glaube ich das mal nicht. Also grundsätzlich sieht er noch in Ordnung aus. Zum Short ist es zu früh. Ich habe euch folgende Scheine mitgebracht. Und zwar, ich muss, wenn ich long gehen will, muss ich ein bisschen weiter Abstand haben. Es können immer noch jederzeit ganz schlechte Nachrichten kommen. Und ich habe einen Call gesucht, der hier drunter liegt, unter diesem
Atem holen und unter der 20-Tage-Linie mit der Basis 12.520, das ist ein 18er Hebel, also nicht klein, ist schon in Ordnung, GZ1 NTY. Ich habe aber auch einen Put und diesen Put lege ich auf die 14.050. Da sind wir hinter diesem Hoch und hinter der 200-Tage-Linie. Also eins von beiden bremst auf jeden Fall, entweder das oder das. Bremst sich da mal ein, da muss man sehr genau schauen, ob vielleicht hier ein Verkaufssignal entsteht, wenn das Ding unter die 80 geht. 14.050 ist momentan 16er Hebel, der wird natürlich jetzt größer. GK6CRQ. Also grundsätzlich denke ich, der sieht noch in Ordnung aus. Negative Zeichen habe ich nicht. Wir haben jetzt erstmal Ruhe, keine nennenswerten Unternehmen. Also ich habe jetzt nicht geschaut bei Deutschland, aber wir haben keine nennenswerten Unternehmenszahlen mehr. Es ist eigentlich fast alles draußen. Wir haben die Geschichte mit Linde hinter uns, dass die ziemlich sicher aus dem DAX raus wollen, so ein Delisting machen. Wir haben die Zinserhöhung gehabt. Also ist jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Was mich glauben lässt, dass der Markt jetzt mal mit sich selbst sich beschäftigen kann. Und das sieht gar nicht so verkehrt aus. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.